Einen schönen guten Tag in der D&D Bildungsagentur. Ich begrüße Sie heute zu einem weiteren Video in unserer Serie Spezial Wissen LKW. Wir sind immer noch im Bereich 1 und zwar der Ladungssicherung und wir wollen uns heute mal mit dem Punkt 1.10 beschäftigen, weitere Einrichtungen und Hilfsmittel. Da wären einmal grundsätzliche Unterscheidungen, dann festlegende Einrichtungen und Hilfsmittel, ausfüllende Hilfsmittel, Netze und Planen und im Punkt 1.10.5 sonstige Hilfsmittel. Damit kommen wir mal zu grundsätzlichen Unterscheidungen. Welche Arten von Hilfsmitteln zur Ladungssicherung gibt es? Da haben wir zum ersten festliegende Hilfsmittel, dann ausfüllende Hilfsmittel, Netze und Planen und zu guter Letzt sonstige Hilfsmittel. Diese werden wir jetzt hier im Einzelnen uns mal anschauen und fangen an mit festliegenden Einrichtungen und Hilfsmittel. Hier ist nur die Frage, was bringen festliegende Hilfsmittel? Da können wir zum einen sagen, dass sie die Ladung auf der Ladefläche oder beim Fahrzeugaufbau oder am Fahrzeugaufbau auch fixieren. So, hier habe ich es für Sie nochmal aufgeschrieben. Also erstens, Sie fixieren die Ladung auf der Ladefläche oder am Fahrzeugaufbau. Und hier wird also fixiert. Wir sehen hier die Fixierungsmöglichkeiten durch das Einhängen des Sicherungselementes, damit also jetzt hier auch die Fässer an Ort und Stelle bleiben. Schauen wir uns dazu mal ein paar Bilder an. Fangen wir an mit der Lochschiene oder den Lochschienen. Sie haben hier natürlich die Möglichkeit, entsprechend der Einarbeitungen im Fahrzeugboden hier auch die entsprechenden Löcher denn zur Sicherung zu nutzen. Wir haben also hier die verschiedensten Elemente, die entsprechend hier auch eingearbeitet werden können, um denn dort eine entsprechende Sicherung zu gewährleisten. Auch hier nochmal ein anderes Bild dazu. Ich nehme das mal hier raus, die Aufzeichnung. Wir sehen also hier, dass in der Lochschiene hier unten ein entsprechendes Sicherungselement eingearbeitet wurde und wir können jetzt die Sicherungsstange hier entsprechend auch nach hinten verschieben und anpassen. Dabei sind natürlich immer die entsprechenden Lastverteilungspläne zu berücksichtigen. Ankerschienen, das hatten wir schon gesehen, die werden hier in der Seite, in der Seitenwand oder im Seitenaufbau bei Spriegelgestellen denn eingehangen und entsprechend befestigt, damit hier auch kein Verrutschen möglich ist. Diese Ankerschienen werden natürlich mit entsprechenden Zapfen denn dort eingerastet. Es gibt auch die Möglichkeit, Zoommittel mit bestimmten Verbindungselementen hier an den Schienen zu befestigen. Hier müssen wir natürlich aber sehen, welche Kräfte die Lade- und Sperrbalken auch aufnehmen können. Und da haben wir hier die entsprechenden Angaben, die wir jetzt hier auf dem Bild mal darstellen, einkreisen. War einmal hier die verschiedenen Gewichte, die Sie entsprechend erkennen können. Auch haben wir hier verschiedene Maße. Hier nochmal die Gewichte, verschiedene Maße. Je nachdem, wofür Sie eben hier diesen Sperrbalken auch benötigen. Spezielle technische Spezifikationen sind den Angaben des Herstellers zu entnehmen bzw. beim Hersteller zu erfragen oder auch, so sie mitgeliefert werden, aus der Bedienungsanleitung
auch zu entnehmen. Hier haben wir nochmal ein weiteres Beispiel von Ankerschienen, wie sie auch genutzt werden. Auch hier nochmal ein entsprechendes Bild. Auch hier sehen wir Ankerschienen und wir haben jetzt hier ein entsprechendes System, und zwar das TruckSafe-System der Firma Spanzett. Hier mal eine grafische Systemdarstellung dieser Firma. Und wir können auch erkennen, dass wir jetzt hier noch eine zusätzliche Sicherung damit erzielen können. Als nächstes darf ich Ihnen vorstellen Trennwände, Trenngitter und Trennnetze. Damit Sie hier natürlich den richtigen Einblick haben, werde ich mal auch diese Fläche etwas bereinigen. So, da haben wir es. Die Trennwände, Trenngitter und Trennnetze jetzt vollkommen dargestellt. Sie teilen den Laderaum in bestimmte Abschnitte ein. Sie ermöglichen, dass gemischte und kleinere Ladungen formschlüssig gestaut werden können. Und man kann sie ebenfalls in Anker- und Lochschienen befestigen. Vorteilhaft bei leichten und großvolumigen Ladegütern. Wie zum Beispiel hier bei solchen Paketen oder bei Styropor. Hier haben wir eine kleinere Ladung. Auch man kann diese Netze zur Ladungssicherung auch benutzen, um dann hier auch den Hubwagen mitzusichern. Und die Sicherung des Hubwagens sehen wir hier unten. Da wird dann immer ein kleiner Klotz drunter gelegt. Damit haben wir hier eine oder keine Bodenhaftung mehr. Und wir brauchen lediglich nur noch den Hebelarm zu sichern, damit wir hier auch auf der sicheren Seite sind. Denn damit schauen wir uns mal eine weitere Kategorie an, und zwar Festlegehölzer, Holzkeile oder Holzkonstruktionen. Je nachdem, wie auch der Lastenverteilungsplan hier ausschaut, wie es also auch mit der Ladungssicherung hier dann funktioniert, werden hier Holzkonstruktionen gefertigt. Das hier wäre zum Beispiel eine Holzkonstruktion für eine Seeverladung. Radvorleger, auch diese kennen wir bereits, und zwar die Abschleppunternehmen, die im Auftrag der Automobilclubs dann unterwegs sind, benutzen diese, um auch hier einen Formschluss zu den Rädern des Fahrzeuges herzustellen. In diesem Bild sehen wir die entsprechende Darstellung. Wir haben den Pfeil, der hier aufs Rad zeigt. Und wir haben hier einen sogenannten Rutschhemmer für Autotransporte. Damit werden auch die Spanngurte an sich, die Zurmittel hier geschont. Sie werden hier, das nehmen wir mal raus, sie werden hier durchgefädelt, kommen hier am Ende wieder raus, und wir haben hier zur Ladungssicherung hier einen 90-Grad-Winkel, der natürlich äußerst vorteilhaft ist. Auch hier hinten haben wir einen 90-Grad-Winkel für die entsprechenden Kräfte zum Aufnehmen der Sicherung des Fahrzeuges. Eine weitere Sicherungsmöglichkeit wären jetzt hier zum Beispiel auch Klemmstangen, die mit den Lochschienen verbunden sind. Auch hier wieder eine entsprechende Vorbereitung des Fahrzeuges für diese Möglichkeit. Und das hier wäre ein systemunabhängiges Zubehör, also eine sogenannte Klemmstange, die auch in der Höhe einstellbar ist. Wir sehen hier die entsprechenden Elemente dafür, um auch die Höhe anzupassen. Wir sehen im Folgenden Zwischenwandverschlüsse. Wir haben also auch die Möglichkeit, entsprechende Teilbereiche hier mit etwas kürzeren Klemmschienen auch hier zu sichern und damit natürlich auch eine bessere Ausnutzung der Ladefläche zu erreichen. Ausziehbare, also teleskopierbare Metallprofile ermöglichen hier dann den entsprechenden Abstand, und diese sollten allerdings nur bei leichtem Ladegut verwendet werden, da wir ja hier sehen, ich darf Ihnen das mal kurz markieren, hier in diesem Bereich als auch in dem hinteren Bereich hier
wird es entsprechend eingeklemmt und das sind natürlich nur gewisse Kräfte, die jetzt hier gehalten werden können. Hier nochmal in größerer Ansicht für Sie. Neben diesen Zwischenwandverschlüssen gibt es natürlich auch noch andere Transportgestelle, die hier zum Beispiel vorgesehen sind für Flaschen. Wir sehen hier von Linde entsprechende Transportbehälter, wo Gasflaschen transportiert werden in entsprechenden Transportgestellen. Dies auch in verschiedenen Größen dann gibt, je nachdem, was wir für eine Gasflasche dann auch hier sicher transportieren müssen. Damit kommen wir mal zum Punkt 1.10.3 und zwar ausfüllende Hilfsmittel. Ausfüllende Hilfsmittel wären zum Beispiel hier Leerpaletten und sonstige Abstandshalter. Sie werden also hier entsprechend gleich vom Versender, vom Absender aus mit entsprechender Folie eingearbeitet, umwickelt, damit wir hier auch eine entsprechende Sicherung haben. Wir können natürlich auch nehmen hier Paletten, die dann auch gleichzeitig eine entsprechende Sicherung darstellen. Ausfüllende Sachen wären hier zum Beispiel auch Luftsäcke, sogenannte Airbags oder Staubpolster, die, wie der Kollege das hier auch darstellt, dann entsprechend der Bedürfnisse hier mit Luft befüllt werden, um dort auch hier eine Formschlüssigkeit herstellen zu können. Wir sehen hier uns mal ein anderes Bild dazu, das lässt sich vielleicht noch ein bisschen besser darstellen. Wir haben hier große Big Packs. Das hier ist ein Big Pack oder ein Großpack. Und dieser Zwischenraum wurde jetzt mit einem entsprechenden Luftpolster hier ausgefüllt. Damit sind wir im Punkt 1.10.4, Netze und Planen, die sich wie folgt darstellen. Netze und Planen. Wir haben jetzt hier in der Abbildung ein Netz und Planen sichern also Ladung, Form und Kraft schlüssig ab. Sie sind flexibel verwendbar und sie werden je nach Ausführung zur Sicherung von leichten, aber auch von schweren Ladegütern und Ladeeinheiten benutzt. Wir sehen hier vielleicht eine etwas leichtere, aber im folgenden Bild, wie hier, haben wir doch eine etwas schwerere Ladung abzusichern und diese werden entsprechend gegen Rausrutschen nach hinten, gegen Ladungsverlust nach hinten entsprechend abgesichert. Auch hier planen, auch diese sind wichtig. Wir sehen hier einen Abfalltransport, wo unter anderem eventuell Gefahr gut mit dran ist. Das sehen wir an der gelben Tafel. Und was könnte das sein? Ja, man könnte spekulieren, aber ich würde mal denken, aus dem Abbruch vielleicht Asbest. Asbest, Gefahrgut und Abfall. Das wird hiermit angezeigt mit diesen Schildern und die Plane da ist dafür da, damit eben von oben jetzt nicht irgendwelche Lüfte hier bestimmte Sachen aufwirbeln und damit sich in der Umwelt verbreiten. Somit sind wir bei sonstigen Hilfsmitteln und das wären zum Beispiel hier Kantenschoner. Wozu braucht man also Kantenschoner und Kantengleiter? Einmal, sie schützen Zoomittel und die Ladung beidseitig. Die Vorspannkraft beim Niederzonen kann sich gleichmäßiger verteilen und ist ein Hilfsmittel für kraftschlüssige Ladungssicherung. Das haben wir also schon bei der Ladungssicherung uns angeschaut. Und hier haben wir mal einen Fahrzeugeinbau für entsprechende Gasflaschen, die auch hochgarantiert transportiert werden, damit auch hier ein sicherer Transport gewährleistet ist, müssen die natürlich auch entsprechend gesichert werden und das wird hier dargestellt. Sie sehen jetzt hier ein Messebild einer herstellenden Firma, die das hier anbietet und Ihnen dort einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet, wie man diese Fahrzeuge auch entsprechend ausrüsten kann. Und das, meine Damen und Herren, war unser kurzes Video. Wir haben uns angeschaut, beziehungsweise Sie wissen jetzt, dass es verschiedene festliegende Hilfsmittel und ausführende Hilfsmittel zur Ladungssicherung gibt, Netze, Planen und sonstige Hilfsmittel. Und
wie und wo sonstige Hilfsmittel zur Ladungssicherung eingesetzt werden. Das war mein kurzes Video zum Thema 1.10, weitere Einrichtungen und Hilfsmittel im Kurs Spezialwissen LKW der beschleunigten Grundqualifikation. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Ihnen hier einige neue Informationen gegeben zu haben. Wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.